Hallo Tusi. Hallo Bettina. Schön, dass du da bist, den weiten Weg von Tokio. Sehr, sehr gerne. Chuseok Meng, ein erfolgreicher Mensch, wo ich die Freude hatte, ihn schon vor Jahren kennenzulernen. Unser heutiges Thema ist, was glaubst du? Erfolg. Erfolg. Was würdest du sagen in deinem Umfeld? Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist. Was bedeutet für dich Erfolg? Wow. Das ist schwierig. Das Umfeld oder der Erfolg? Nee, die Definition von Erfolg. Ich habe lange geglaubt, dass Erfolg definiert wird über mein Haus, mein Auto, mein Geld oder mein Bankkonto. Oder meine Bankkonten. Oder meine Bankkonten, genau. Und ich habe die letzten Jahre, ich würde sagen so die letzten 3-4 Jahre, festgestellt, dass das für mich nicht mehr Erfolg ist, sondern für mich ist Erfolg, dass ich es schaffe, mit meinen Liebsten in solchem Kontakt zu bleiben, dass ich einen intensiven Austausch habe, sodass ich weiß, was Leute bedrückt, was deren Probleme sind, dass ich bei wichtigen Momenten dabei sein kann. Das ist für mich Erfolg, sich Zeit frei zu schaufeln für einen Geburtstag, für eine Taufe, für persönliche wichtige Momente, die nicht ich definiere, sondern die der andere, die andere definiert. Und für mich persönlich ist Erfolg, mit mir persönlich im Reinen zu sein, glücklich zu sein mit dem, was ich tue und nicht zurückschauen zu müssen und eine vermisste Chance nachweinen zu müssen, sei es beruflich, privat oder wie auch immer. Du hast jetzt gerade schon beruflich und privat angesprochen. Würdest du sagen, du arbeitest für einen führenden Automobilzulieferer bei Bosch und bist erfolgreicher Manager dort, würde ich sagen. Würdest du, wie siehst du das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja ein sehr persönlicher Erfolg von dir. Wie glaubst du, definiert das Unternehmen, in dem du arbeitest, deinen Erfolg? Ah, okay. Ist das anders? Ich glaube, dass unser Unternehmen und darüber, wie wir uns kennengelernt haben, ein besonderes ist. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir unsere Kennzahlen erreichen, helfen, den Geschäftserfolg, am Geschäftserfolg beizutragen. All dies, ich denke, das ist so, was fast ein Given für mich wäre. Aber was für mich persönlich über die letzten Jahre und auch als Führungskraft wichtiger geworden ist, dass ich mich auch, dass ich Leute weiterentwickle. Das sehe ich als einen großen, nicht als einen großen Erfolg, an den ich erreicht habe, sondern etwas, woran ich mich messen möchte. Und auch du glaubst, dass das Unternehmen dich daran misst oder siehst es auch? Das glaube ich, ja. Und wenn du so überlegst, wenn du so beschrieben hast, früher war es so klassisch mein Auto, mein Haus, vielleicht auch in eher jüngeren Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Und was waren so, wenn du dich versuchst, da reinzudenken, gab es Momente oder wie hast du angefangen, andere Währungen für dich zu finden, für das Thema Erfolg? Oder waren die auf einmal da? Nee, das sind natürlich immer ganz viele so-called life-changing moments dabei. Bei mir war es, als ich meine Frau kennengelernt habe. Als ich sie kennengelernt habe, ich immer noch nicht ganz sicher war, was für mich Erfolg war. Ich war schon mehrere Jahre im Ausland. Für meine Eltern war das so, die wussten nicht genau, wieso kommt er denn jetzt mal wieder zurück. Zurück bedeutet nach Deutschland. Und ich war für mich selber noch auf der Suche. Ich wusste noch nicht genau, wohin ich möchte. Und ja, ich war beruflich erfolgreich, aber ich glaube, mir hat etwas privat Erfolgreiches immer noch gefehlt. Und das war für mich immer wichtig und das war, eine Familie zu haben. Das habe ich dann mit meiner Frau gefunden und in dem Kennenlernen, Zusammenwachsen haben sich die Prioritäten eines neuen Pullis, einer neuen Uhr verschoben, weil die Frage eben ist, was bringt dir das oder wo generierst du positive Impulse aus einem Kauf von einem materiellen Gut
denn eines schönen Moments. Und das ist etwas zum Beispiel, wo meine Frau sehr, sehr stark ist, die mir nämlich erklärt, für sie ist es sehr viel wichtiger, schöne Momente zu sammeln, als potenziell schöne Dinge. Sie macht aber nicht zufällig Werbung für diese große Kreditkartenfirma, die immer sagt, man muss Momente einsammeln und kann die dann alle mit seiner Kreditkarte Ich finde es total, es bewegt mich und er berührt mich natürlich total. Was glaubst du, wenn du so auf deine eigene Entwicklung guckst, hat es was mit dem Alter zu tun? Hat es was mit allen Rassen zu tun? Mit der eigenen Entwicklung, unabhängig vom Alter? Was würdest du so den Hörern mitgeben wollen, so aus deiner Erfahrung zum Thema Erfolgswandel vielleicht oder Definitionswandel? Also ich habe, und ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, ein Seminar besucht, das nannte sich Meine Werte, meine Führung. Und das ist jetzt vielleicht 4 Jahre her. Und da wurde viel gesprochen über, was bist du, wofür stehst du, was sind deine Werte? Weil nur wenn du diese kennst, kannst du eigentlich auch wirklich eine richtig gute Führungskraft sein, weil nur dann bist du 100%ig authentisch. Und das hat mich sehr beschäftigt, dieses ganze Seminar. Wir haben viel über Themen wie Familie gesprochen. Und die Trainerin hat dann gefragt, wenn Familie so wichtig für dich ist, warum wählst du es, im Ausland zu leben, fern von deiner Familie? Und warum hattest du, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Familie, warum hast du noch keine Familie, wenn es ein so wichtiger Wert für dich ist? Und das hat für mich ganz viel in meinem Denken angeregt, wo ich viel reflektiert habe, wo ich auch viel mit guten Freunden reflektiert habe. Und wir haben festgestellt, eines der Dinge, die wir leider erleben müssen ganz oft in unserem Leben, ist der Verlust von lieben Menschen, Eltern, anderen Verwandten, manchmal leider auch Geschwistern. Und das sind Momente, in denen wir dann oftmals aufgrund unserer Sozialisierung sagen, ach, hätte ich das noch gesagt, hätte ich das noch getan. Und man trauert dann einem Moment nach, den man nicht kreiert hat, weil man vielleicht dachte, ich muss auf das Meeting, ich muss noch diesen Foliensatz abschließen, bevor ich mich um meine Familie kümmere oder um meine Lieben kümmere. Und da hat für mich ein großer Wandel in meinem Kopf stattgefunden. Und auch einfach die Tatsache, ich bin seit jetzt 15 Jahren im Konzern und ich habe genügend Pullis und ich habe genügend Shirts und Schuhe. Sieht man ja auch. Ist ja ordentlich. Und die, wie soll ich sagen, man ist fast in so einem Hamsterrad drin, aus dem man rauszukommen irgendwie auch komisch ist. Und für mich hat es diesen externen Impuls gebraucht, wo einfach nur Fragen gestellt worden sind, die da heißen, warum? Die Selbstreflexion hat es eigentlich angeregt. Ne? Mhm. Es gibt auch, also jetzt für dich nicht mehr, aber es gibt auch noch ein super Buch über 5 Dinge, die ich, irgendein Spiegel-Bestseller, 5 Dinge, die ich in meinem Leben bereut habe. Cool, hat jemand geschrieben, kurz vor seinem Tod. Mhm. Und ein zweites Buch, der KPMG-Manager, der mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wurde und dann über die letzten 100 Tage seines Lebens ein Buch geschrieben hat, was dann eigentlich wichtig ist, wie man das Leben nochmal da drauf schaut, weil es ja ein ganz großes Thema ist. Mhm. Was wir noch nicht angesprochen haben, aber was ich natürlich schon weiß, was ich gerne ansprechen möchte, ist, du bist Südkoreaner und hast vorhin Familie gesagt. Was glaubst du, ist der Erfolg deiner Eltern? Mhm. Oder was ist die Definition von Erfolg deiner Eltern, die sich auf dich übertragen hat? Sagst du, da gibt es für dich eine Korrelation? Prägung ist ja auch was sehr Wichtiges. Ja. Wie bist du mit dem Thema umgegangen? In diesem einen Seminar, was ich schon mal erwähnt habe vor 4 Jahren, Meine Werte, meine Führung, haben wir auch darüber gesprochen. Sie hat dann sie hat mich Fragen gestellt, die ich sehr seltsam fand, weil sie hat gesagt, meine Eltern werden immer glauben, solange wie ich im Ausland arbeite, dass der Grund, warum ich das tue, der gleiche ist, warum sie damals, und das war Anfang der 70er, ein kriegsgebeuteltes Land zwischen Süd- und Nordkorea, eines der ärmsten Länder, nicht nur in Asien, sondern auf der Welt, und sie dann entschieden haben, damals noch getrennt voneinander nach Deutschland zu kommen, um Deutschland zu helfen, das Land aufzubauen und für sich selber einen
sicheren Weg zu finden, hoffentlich Wohlstand zu mehren. Mhm. Und das ist für mich und auch für meinen Bruder etwas, wo wir ganz genau wissen, dass wir ganz stark geprägt sind, erstmal über monetären Wohlstand, dass wir Erfolg daran messen. Danach habe ich, glaube ich, auch lange Jahre Entscheidungen getroffen und vielleicht auch Dinge getan, die ich im Nachhinein nicht mehr tun würde, aber die ich damals als Erfolg noch gesehen habe. Auch aus Ihren Augen? Ich glaube ja, damals schon noch. So, jetzt fängt das an, meine Eltern werden älter, sie sind jetzt beide über 70, dass wir uns öfter und öfter auch uns gegenseitig die Frage stellen, wieso bist du schon so lange im Ausland? Was gefällt dir an Deutschland nicht? Und Deutschland ist ein wunderbares Land. Es ist sicher, es gibt ganz, ganz wenig, bis auf wenige Fälle. Umweltverschmutzung ist kein großes Thema. Das Sozialsystem ist funktionierend und so weiter und so fort. Und meine Eltern wünschen sich derzeit nichts anderes, Sehnlicheres. Und das ist ihr Erfolgsfaktor, dass ich Zeit mit ihnen verbringe. Klar. Und das versuchen wir, was wir jetzt über die letzten Jahre sehr konsequent und gut hinbekommen haben, ist, dass sie uns besuchen kommen. Und wir kommen typischerweise 2 bis 3 Mal im Jahr nach Deutschland. Und diese Zeit ist für uns eine sehr besondere und eine sehr wichtige, intensive Zeit, in der wir über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Und das sehe ich als persönlichen Erfolg in unserer Familie, in unserem Zusammen an. Und ist ja auch so ein bisschen so, man denkt immer, man sieht, wenn man älter wird, seine Eltern nicht so lange und sieht die immer auf Stippvisite. Ich weiß nicht, wenn du wahrscheinlich die Zeit zusammenzählst, wo du intensiv deine Eltern siehst, ist das wahrscheinlich deutlich mehr, als manche am Wochenende irgendwie zum Kaffee trinken, nur zwischen München und Stuttgart pendeln, vermute ich jetzt mal. Weil ihr ja, so wie ich weiß, schöne Sachen unternehmt und euch immer versucht, eine schöne gemeinsame Zeit zu machen. Genau, das finde ich eigentlich sehr besonders, so wenn jetzt... dennoch bin ich so bei dem Thema, wenn du überlegst, inwieweit hast du dich gelöst von der Prägung, du hast gesprochen von einer Erfolgsprägung, von zu Hause, von einem Anspruch, und wie hast du deine eigene Formel gefunden? Oder würdest du sagen, bist du noch am Falschen, beim letzten Quadrat, oder wie sieht es aus? Also ich glaube, dass diese Erfolgsprägung, die mir durch meine Eltern mitgegeben worden ist, immer einen großen Raum einnehmen wird in mir. Aber ich eben festgestellt habe, dass rein monetärer Wohlstand ist nicht mehr das, was für mich entscheidend ist, sondern es sind eben diese Momente und Dinge, Erlebnisse, die ich mit meinen Lieben erleben kann, die für mich so viel wichtiger sind. Und ich glaube, es ist so ein bisschen das Älterwerden, man wird etwas reifer, man wird etwas ruhiger und man stellt sich öfter diese Fragen. Ich glaube nicht, dass ich schon komplett fertig bin mit meiner Antwort auf, was für mich persönlich Erfolg ist, aber ich versuche es jeden Tag und ich versuche so zu handeln, dass ich nicht zurückschauen muss, um etwas zu bereuen. Und würdest du sagen, inwieweit ist dann die berufliche Erfüllung nur noch ein Enabler des wirklichen persönlichen Erfolges? Also das ist eine ganz, ganz große Frage. Ich meine, wir haben uns damals über Bosch kennengelernt und ich sehe mittlerweile viele Freunde, die einen anderen Weg gewählt haben und der wunderschön sein kann, einen ganz anderen Pfad aufmacht. Und was ich als mittlerweile als eine sehr, sehr realistische Variante oder Option auch für mich ansehe. Für mich ist Beruf eine Aufgabe und ein Baustein meines Lebens, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass man auch andere Themen hat im Privaten, als Hobbys, wie auch immer, an denen man sich zu Hause fühlt. Weil sonst ist nämlich sehr, sehr viel an diesem Kriterium Beruf und beruflicher Erfolg die Definition dessen, wie man vielleicht auch seinen eigenen persönlichen Erfolg sieht. Super, ich finde, ich bin total gerührt, habe Gänsehaut.
Und würde sagen, für den Moment zum Thema Erfolg kein besseres Schlusswort als aus sich heraus seinen eigenen Weg zu finden. Ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Danke dir. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns sehen. Und euch allen einen schönen Tag. Servus. Ciao.